Vor einem Fußballvereinsgebäude wartet ein Mann im Kittel neben einem Garagentor. Darauf steht in gesprühter Schrift: Loser, absteige. Der Audi 80 Streifenwagen des Polizeireviers Wolfratshausen hält. Ja, früher, da war das noch ein sehr elegantes Spiel. Aber heutzutage ist doch das bloß eine brutale Holzerei. Hansi, tu mir einen Gefallen, red du nichts über Fußball. Hallo, haben Sie angerufen? Ja, das hab ich. Wer sind Sie? Heinrich Janker, ich bin da der Platzwart, gell? Aber jetzt schauen Sie noch das einmal an. Das geht doch nicht da. Stimmt. Zwei Schreibfehler in zwei Worten, das geht überhaupt nicht. Bei Loser schreibt man ja mit einem O, ne? Ja, denke ich schon, ja. So ein Schmarrn. Deswegen heißt es doch Loser mit langem O. Ja, aber schreiben tut man's mit einem O. Aber denkt doch nichts, das machen sogar die Engländer falsch. Ja, meinen Sie, das waren Ausländer? Nein, nein, das waren zwei. Wieso? Na ja, das sind ja zwei verschiedene S. Schau, das obere, das ist eher so zusammendruckt. Und das untere, das ist so verschnörkselt. Außerdem sind sie überrascht worden. Oder es war halt einfach ein Loser-Absteige. Ja, ja, schales Bier, billiger Shampoos, das ganze Dings der Bumster. Dann schauen wir da mal rein in das Etablissement. Ah, Hansi, da fehlt ganz einfach ein R. Staller geht zu einer Tür. Moment, ich muss aufsperren. Moment, dann. Und drückt dagegen. Sie schwenkt auf. Ja, da ist offen. Er will reingehen. Ja, Sie bleiben da. Mit erhobener Waffe schleicht Staller ins Gebäude. Hubert folgt ihm. In einer Umkleide linst Staller um eine Ecke. Neben ihm Pokale in einer Nische. Da haben Sie. Erschrocken fährt Staller herum. Was machst du denn? Ich hab mir nur den Pokal angeschaut. Er bleibt vor der Nische stehen und betrachtet die Trophäen. In geduckter Haltung späht Staller in Duschkabinen und kommt in einen zweiten Umkleideraum. Hubert hebt den Deckel eines Pokals. Upsi. Hm, was ist? Ich glaube, da ist einer endgültig abgestiegen. In einer Blutlache liegt ein Mann bäuchlings auf dem gekachelten Boden. Er trägt Fußballkleidung, neben ihm liegt eine Pistole. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert. Dunkelblond, blaue Augen, braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz, korpulent, graumeliertes Haar. Karin Thaler als Pathologin Dr. Anja Licht, klein und blond. Unhaltbar. Im zweiten Umkleideraum steckt Anja eine Pipette mit Blut in ein Röhrchen. Walter, kennst du den? Walter PPK, Polizeipistole. Bis in die 80er Dienstwaffe in Bayern. Ach so. Sehr zuverlässig. Ja, sieht man. Hat aber keine besondere Durchschlagskraft. Ja, irgendwie hat's gelangt, ne? Anja füllt ein Formular aus. Und Anja, wissen wir schon was? Also, Todeszeitpunkt gestern Abend um 8. Plus minus eine Stunde. Ein Schuss durch den Mund. Große Austrittswunde auf der Rückseite des Kopfes. Vorn rein, hinten raus. So ist der Lauf der Dinge. Durch den Mund? Das macht man doch normal über die Schläfe. Ja, viel zu unsicher, ein bisschen abgerutscht und du überlebst, eventuell schwer behindert. Ja, das wäre natürlich blöd. Ja, blöd, wenn einer von euch Einzelheiten wissen mag. Nein, keine Einzelheiten. Es gibt auch Leute, die sind empfindsam. Okay, das haben wir während unserer ganzen Ehe nicht gemerkt. Auf dem T-Shirt der Leiche? Nummer eins, das ist wahrscheinlich der Führungsspieler. Ja, also im Fußball, da kennst du dich echt aus, Hansi. Die Polizisten am Garagentor. Janker? Mein Gott, der Andreas. Also, ich komm doch die sauber machen da, das geht doch jetzt, oder? Ah, Moment, hast du ein bisschen Geld da? Wieso? Ja, ich hab nichts dabei. Hubert gibt Janker Münzen. Nein, Hupsi, ein Schein. Ein Schein? Als Maßstab, ja, damit man überhaupt eine Vorstellung hat von der Dimension von dem Ganzen. So. Entschuldigung. Ja, ja. Er hält einen Geldschein an die Schrift, Staller fotografiert. Sagen Sie mal, stimmt das doch mit dem Absteigen? Absteigen? Gehören Sie mir doch auf diese Versager. Sie, übermorgen, gell? Das letzte Punktspiel der Saison. Jetzt willst du das auch noch verlieren. Dann ab in die A-Klasse, verstehst du das? Ja, deswegen haben sie das gleich da hingesprüht, oder? Janker stützt sich an den Türrahmen. Der Torwart, das war aber nicht so schlecht, oder? Der Andreas? Nein, das war einer von den Besseren noch. Der konnte nichts dafür. Sagen Sie mal, wie heißt denn der mit Nachnamen? Sonnleitner. Staller quetscht sich an ihm vorbei. Die arme Froni. Freundin? Frau. Oh. Die Tür fällt zu. Hansi! Sag mal, spitzt du! Was ist denn? Du hast ihm die Hand eingezwickt. Ja, falsch. Ich hab einfach geschaut, ob die Tür schließt. Das ist eine polizeiliche Ermittlungsmaßnahme. Da kann man doch nicht einfach da reinfingern. Jetzt hol mal Verbandszeug. Ja. Jankers Hand blutet. Das wird schon wieder mit der Hand. Ja.
Vor den Duschen zerrt Staller einen Koffer von Anja auf und kramt darin herum. Ja, Schatz. Hey, geht's noch? Er nimmt etwas und rennt damit hinaus. Was hast du denn da für ein Farben und bist fertig? So weit deutet alles auf Suizid hin. Aber um sicher zu sein, muss ich noch einiges checken. Schmauchspuren an der Hand, Eintrittswinkel des Projektils, eventuell fremde Fingerabdrücke an der Waffe. Seriennummer? Wegfällt. Wird schwer sein, rauszufinden, auf wen sie registriert ist, wenn überhaupt. Da hast du dich doch mal was getan für der Geld. Du, das passt schon. Weißt, der eine wächst mit der Größe der Aufgaben, der andere schrumpft eher, wenn es drauf ankommt. Ach, da wäre noch ein starkes Indiz für eine Selbsttötung. Was ist das? Abschiedsbrief. In einer Hülle. Ich bin im Ganzen nicht mehr gewachsen. Es tut mir leid, wenn ich Fehler gemacht habe. Sanitäter schieben die Leiche vorbei. Den Druck nicht mehr ertragen. Es lebe der BCF. Sag mal, ist das alles? Ich glaub nicht, dass er noch eine Fortsetzung schreibt. Draußen zu Staller. Um 6 Uhr ist Mannschaftstraining. Da hätten es dann alle benannt. Ja, aber nichts vorher ausplaudern. Da brauchen wir eine unverfälschte Reaktion. Na ja, aber die Spuren. Ach so, ja, die können es wegwischen. Ja? Da hab ich mir gedacht, da gibt's da so Spezialkräfte, die den Tatort so professionell. Ja, das wäre mir neu. Am Rettungswagen wird die Hecktür geschlossen. Oder? Hansi? Na ja, dann mach ich das noch schnell. Staller verschwindet wieder in der Umkleide. Was macht die Hand? Das wieder gespüre ich halt. Eine durchsichtige Tüte ist über seine Hand gestülpt und mit rot-weißem Absperrband zugeklebt. In der Umkleide taucht Staller einen Wischmopp in die Blutlache. Er verschmiert das Blut über die Kacheln. Dann nimmt er einen Lappen aus dem Wischeimer. An der weißen Wand ein Blutfleck mit Schlieren nach unten. Staller reibt darüber. Der Fleck wird größer. Fragend sieht Staller sich um. Er geht zur gegenüberliegenden Wand und zieht vorsichtig ein Poster der Mannschaft ab. Staller verlässt das Gebäude und geht zum Streifenwagen. Hubert schläft auf dem Beifahrersitz. Sie, was ist denn jetzt mit dem Mann? Wissen Sie, ich muss ja da den Platz noch machen. Übermorgen ist doch die Spur und. Okay, Herr Janka, was sollen wir denn noch alles machen? Sie haben doch bestimmt eine Ausfallversicherung. Nein. Gut, dann machen wir es anders, dann schicken wir Ihnen unsere Allzweckwaffe. Ja, eine hochqualifizierte Fachkraft. Der schneidet Ihnen da gleich einen Wembley-Rasen. So. Ja, gut. Im Vorraum des Reviers stehen Hubert und Staller vor Sonja. Ja, Sonnenleitner, Münchner Straße 17. Ich kann das gar nicht glauben, der Andi. Hast du den Kind? Ja. Und? Ein bisschen näher? So flüchtig, so hier und da mal auf einer Party getroffen. Ah, Party, wo geht's denn so ab da in der Gegend? Da, wo du nicht mehr reinkommst. Im Streifenwagen fahren die Polizisten durch die Innenstadt. Ich bin dem Ganzen nicht mehr gewachsen. Was? Was heißt denn, Upsi? Nein, nicht ich. Der Sonnleitner, da. Abschiedsbrief. Es tut mir leid, wenn ich Fehler gemacht habe. Ich kann den Druck nicht mehr ertragen. Es lebe der BCF. Ja, das ist wirklich ein bisschen sehr unpersönlich. Ein paar tröstende Worte für seine Ehefrau, die hätte er doch finden können. Na gut, es kommt auf die Frau an. Fehler gemacht. Klingt das sehr allgemein. Ja, da schreibt man doch normalerweise, lieber Onkel Ralf, es tut mir leid, dass ich beim Rückwärts-Einpacken deine Katze überfahren hab. Hast du echt? Na, jetzt bloß als Beispiel. Aber es ist klar, dass der Brief jetzt nicht perfekt ist. Es ist ja irgendwie sein erstes Mal. Hubert und Staller marschieren auf ein Grundstück. Im Vorgarten richtet sich eine ältere Frau mit einer verwelkten Pflanze in der Hand auf. So schnell kann's gehen. Gerade noch ein junges Kraut mit rosiger Zukunft und plötzlich grausam aus dem Leben gerissen. Wie bitte? Na ja, die Vergänglichkeit, Sie verstehen? Nein. Der Kollege meint, es ist immer schrecklich, wenn man ein Kind verliert. Was? Ich hab kein Kind verloren. Entschuldigung? Die Polizisten drehen sich weg. Das ist die Frau. Ja, die sind ja manchmal älter. Madonna. Frau Sonnleitner, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann verstorben ist. Danke für die Information, aber das war vor 2 Jahren. Mama, was ist denn da los? Eine Dunkelblonde. Ist was mit dem Andi? Sie sind die Frau vom Andi. Sie nickt.
Ein sehr, sehr guter Torwart. Ja, und? Den letzten Schuss, den konnte er leider nicht mehr halten. Froni und ihre Mutter sitzen im Wohnzimmer. Die Polizisten stehen. Ich hab mir keine Sorgen gemacht. Er hat gesagt, dass er zum Fußball geht und danach zum Kumpel und dann bei dem übernachtet. Ja, dann wäre die erste Nacht allein schon mal überstanden. So eine Art Lebensüberdruss haben sie nicht bemerkt bei ihm. Ja, dass er nicht mehr so gern heimgekommen ist oder lieber Überstunden gemacht hat. Der und Überstunden. Lass uns vielleicht die Tochter antworten. Mein Mann war Kaufmann für Bürokommunikation. Schicke sie hin. Am Grundbuchamt. Da gibt's keine Überstunden. Er hat seinen Fußball gehabt und seine Freunde und das war's. Also ist jetzt auch nicht direkt mehr geworden in letzter Zeit. Ja, also alles rosarot. Ja, war alles gut zwischen uns. Die Mutter schaut zu Boden. Und Sie können sich nicht vorstellen, warum Ihr Mann. Froni senkt den Kopf. Hat er eine Pistole gehabt? Eine Pistole? Die Frauen sehen sich an. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, man weiß nie, was so jemandem durch den Kopf geht. In dem Fall schon. Ja, falls Ihnen noch was einfällt, dann rufen Sie uns bitte an. Ja, danke. Für gut. Die Beamten gehen. Froni starrt auf die Visitenkarte. Der Streifenwagen fährt zwischen Feldern entlang. Im Auto. Ah, gut, jetzt haben wir vergessen, ihr den Abschiedsbrief zu zeigen. Das erfährt ihr schon noch früh genug, dass ihr Mann noch nicht einmal ein paar letzte Worte für sie gefunden hat. Was hat dem bloß geritten? Ein schönes Haus, eine hübsche Frau. Nein, das ist kein Grund. Oft wirkt man nach außen hin unauffällig, aber innen drin da brodelt's. Er legt den Kopf schief. Das meinst du jetzt aber schon eher allgemein, oder? Ja, wenn nicht, dass das jetzt ein versteckter Hilferuf von dir ist, den ich überhöre. Entschuldige, Hansi, einen versteckten Hilferuf würde ich als letztes an dich senden. Auf dem Fußballplatz. Und in die Hockey. Spieler mit Seilen um die Knöchel. Hupsi, was haben denn die Fußfessel? Ach, vorsinnflutliche Trainingsmethoden hat der Klinsmann damals aus Amerika mitgebracht. Was für Klinsmann? Ehemaliger Bäcker, aber ist wurscht. So, grüß Gott, die Herren. Ein Dunkelhaariger greift nach einer Pfeife. Dass heute einer fehlt, haben wir noch nicht bemerkt. Der Dunkelhaarige? Doch, der Sonnleitner ist nicht gekommen. Eine Frau steht am Rand. Wann hat denn der das letzte Mal mitgespielt? Der Dude. Was? Die Frau horcht auf. Sie sind der Chef, oder? Name? Schneider Stefan. Ich bin da der Spielertrainer. Der Trainer? Ja, und Spieler. Wie, jetzt Spieler oder Trainer? Der trainiert die Mannschaft und spielt mit. Der kann sich sogar selber aufstellen. Was selber? Das ist ein sehr diktatorisches Prinzip. Wir hatten den als letzter gesehen, den Herrn Sonnleitner. Also, da auf dem Platz bin ich wahrscheinlich der Letzte gewesen, oder? Einige Fußballer nicken. Ich hab meine Sachen zusammengerammt und er hat nur seine extra Runden draht. Das hat er öfter so gemacht. Aha. Und danach, ich mein, in der Umkleide? Ja, wie er da vielleicht schon mit der Pistole umeinander hantiert hat. Die Frau rennt vom Spielfeldrand weg zur Umkleide. Hey, Burschen, hat das von euch keiner gespannt, dass der sich umbringen wollte? Hubert geht ihr nach. Okay, was ist denn das für ein Mannschaftsgeist? Ah, Räucherstäbchen. Riecht würzig. Sie weint. Idee vom Trainer. So gute Energien bringen. Hat er leider nicht so funktioniert. Er mustert die schlanke junge Frau. In dem Raum ist es also passiert. Ja. Sie kümmern sich um die Spieler, also mein therapeutisch. Sie nickt. Speziell um den Herrn Sonnleitner. Ich hab's bestimmt nicht drauf angelegt. Ich wusste ja, dass er verheiratet ist. Erstaunt sieht Hubert zur Wand. Aber hier mal eine Verspannung, da mal eine Reha-Maßnahme. Das Poster klebt über dem Blutfleck, die Schlieren schauen unten ja, raus. Wenn er es gehabt, das war ganz schlimm. Er stellt sich vor das Poster. Wir waren uns halt sympathisch. Zwischen zwei Fußmatten Blut. Und der Selbstmord hat sich da irgendwie angedeutet? Andi hat sich nicht umgebracht. Nie im Leben. Davon sind Sie überzeugt? Man fängt doch auch nicht an, Krieg und Frieden zu lesen und bringt sich dann um. Also in der Schule war ich schon nach 5 Seiten soweit. Er schiebt sie zusammen. Im übertragenen Sinn. Ausbauen, Baumpflanzen. Verstehen Sie? Nein. Ich bin schwanger. Hey, Glückwunsch.
Vom Andi. Ach so, vom Andi. Sind Sie da sicher? Ja, ich bin mir sicher. Ich hab sonst niemanden. Und dass er sich wegen dem Kind, ich meine, der war verheiratet. Er wollte das Kind. Hat er ihm gesagt. Wie meinen Sie das? Ja, ich meine, haben Sie ihm die Chance gegeben, Nein zu sagen? Die Polizisten sitzen vor der Bäckerei Rattlinger. Sabrina kommt mit zwei Kaffeetassen. Da hat also diese Masseuse ein süßes Geheimnis. Masseuse? In was für Etablissements treibt sie euch denn rum? Am Fußballplatz. Wieso? Du meinst ja wohl Masseurin. Masseuse, Masseurin, wo ist denn da der Unterschied? Ja, also die Masseurin, die macht das rein medizinisch. Und die Masseuse macht das, wie soll ich das jetzt sagen? Hilflos schaut sie zu Hubert. Jetzt hör ruhig weiter. Ja, erotisch halt. Okay, was ist denn da erotisch, wenn die mir die Schulter durchwalkt? Ja, die walkt da noch was anderes durch. Wie? Also pass auf, angenommen, die Sabrina massiert dich und nur du bist nackt, dann ist sie eine Masseurin. Wenn ihr aber beide nackt seid, ja, und sie massiert, dann ist sie eine Masseuse. Da muss aber die Schmold beides sein, weil vom Walken allein, da wirst du nicht schwanger. Die Schmold, Sandra Schmold, die Physiotussi vom PCF. Von wem ist denn die schwanger? Vom Sonnleitner, sagt sie. Vom Andi. Sie setzt sich. Das glaube ich jetzt nicht. Was hast du ein Problem damit? Na, woher denn? Schon tragisch, du. Noch nicht einmal geboren und schon halbweise. Hast du den gekannt? Wen jetzt? Den Andi. Na, Schmarrn, bloß als Torwart vom PCF. Sie trinkt Stallers Kaffee. Jetzt stell dir mal vor, du bist mit dem Torwart zusammen. Jetzt rein theoretisch, du. Und erfährst, dass ein andere von ihm schwanger ist. Wie reagierst du dann? Ich muss jetzt weiterarbeiten. Aufgewühlt geht sie. Ja, oder der hat sich seiner Verantwortung entzogen für das Kind. Ja, wie denn? Staller zielt in seinen Mund. Schmarrn. Sag mal, was hatten Sie jetzt gehabt? Ein Riesenfußballfan. Im Revier sitzen die Polizisten vor Girwitz. Der hält den Abschiedsbrief. Hubert fummelt an einem Tacker herum. Ich habe einen sicheren Job, ein Haus, eine Frau. Und dann kriegt meine Geliebte ein Kind von mir. Respekt in ihrem Alter. Sehr witzig, Hubert, sehr witzig. Ja, da gerät doch die heile Welt aus den Fugen. Ja, Panik, Kurzschlussreaktion, Abschiedsbrief aus die Maus. Ja, Sie haben ja die Dame noch gar nicht gesehen. Welche Dame? Ja, die Ehefrau, die ist schon mal sehr adrett, ja. Also mein lieber Schwan und die junge Geliebte, also die war quasi noch adretter. Er grinst breit. Ja, und was ändert das an dem Selbstmord? Ja, dass es eben kein Selbstmord war. Wenn mir zwei solche Geschöpfe zugewandt sind, da bring ich mich doch nicht um. Oder gerade deswegen. Entschuldige, zwei Frauen ist die absolute Überdosis. Und dann noch der Nachwuchs, der droht. Ja, und wer hat dann Ihrer Meinung nach den Mann auf dem Gewissen? Hm? Der Mann war Leistungssportler. Fragend schaut Girwitz ihn an. Was dann was bedeutet? Ja, da geht's um einen Haufen Kohle. Ja, Doping, Wettmafia, Hooligans, ja, ganz ein brisantes Umfeld. Wir sind hier in Wolfratshausen, Staller. Ja, die Idylle drückt, da haben wir schon ganz andere Sachen gehabt. Na gut, meinetwegen. Sie haben bis morgen Abend Zeit. Und dann kommt der Fall zu den Akten, klar? Riedel steht am halbhohen Tresen im Dienstzimmer. Ja, sportlich ist relativ, aber wenn ihr das sagt. Ja, klar. Entschuldige, gegen uns bist du doch wirklich ein junger Hüpfer. Riedel, du stehst ja noch voll im Saft, da könnte mir direkt neidisch werden. Ja. Du interessierst dich doch für Fußball, oder? Ja, schon. Also, das Terrain ist geebnet. Du gehst jetzt zum BCF, natürlich in Zivil. Ja, ist alle Ohren und Augen offen, quasi undercover. Und damit deine Tarnung nicht auffliegt, immer das machen, was der Platzwart sagt. Immer. Verstanden? Ja, ja, logisch. Im Streifenwagen. Hubert hält einen Kassenbon. Ui, da hat er es aber krachen lassen, der Herr Sonnleitner. Im blauen Stern. 130 Euro für ein Abendessen. 130 Euro? Was sollst denn da alles essen? Mein Gott, die waren zu zweit und da gibt's Frischmann. Also Baby Steinbutt an Kirschenschaum, Dreierlei vom Bachsaibling. Fisch. Im blauen Stern. War der schon länger lebensmüde, oder was? Hubert nimmt ein Portemonnaie vom Armaturenbrett. Was haben wir da noch? Das ist ein Wettschein. Was? Was hat der da gewettet? Dass Schalke Meister wird, kompletter Blödsinn. Siehst du, Subsi? Eindeutig Kontakte zum Glücksspielmilieu. Ich sag bloß Stichwort Wettmafia. Geh bloß, weil einer wettet, ist er nicht gleich bei der Wettmafia. Der Platzwart hat doch gesagt, dass der Sonnleitner einer von den Besten war. Ja und? Und was ist, wenn jetzt da einer drauf gesetzt hat, dass der BCF verliert
und hat die Spieler bestochen, dass die absichtlich schlecht spielen. Die spielen auch ohne Bestechung schlecht. Hupsi, das musst du absprechen, damit du da hundertprozentige Sicherheit hast. Du musst denen was zahlen. Was? Ja, ja. Und wenn jetzt der Sonnleitner da zum Beispiel nicht mitmacht, ja, und das eine oder andere Tor hält, ja, der BCF spielt unentschieden, der ist doch der, der da 1 Million gesetzt hat, der ist doch da komplett angeschmiert. Ach, wer wettet nur 1 Million? Bei uns wetten wir um einen Kasten Bier oder um eine halbe Sau. Ja, das sagst du, weil du davon überhaupt keine Ahnung hast. Wettmafia, ja, da weiß ich schon einen, der da was weiß. Auf dem Vereinsgelände kommt Riedl zu Janka. Grüß Gott. Grüß Gott. Ach, Sie sind die Anschlagwaffe, gell? Ja. Sie schickt der Himmel. Ja, eigentlich meine. Na, ja, die zwei netten Polizisten. Ich weiß ja schon. So, komm mal so gleich einmal mit. Komm mal. Mit einer Hand schiebt Janka das Garagentor hoch. So, jetzt. Riedl trägt jetzt Hemd und kurze Hose. Das ist unser Fuhrpark. Das ist ja ein Wahnsinnsgerät, hä? Ein Sitzrasenmäher. Spring leider nicht an. Und der. Der ist kaputt. Ein Benzinrasenmäher. Das war ja ein Werkzeug. Ein Handrasenmäher. Werkzeug? Ja. Man hat ja noch gesagt, was sie da machen sollen, oder? Ja, ja, freilich. Gell, okay, freilich. Also gut. Schnappen Sie einer, Nase auf Zeit, weil morgen ist das Spiel gleich, gell? Mhm. Ah, nur was. Nimm mir so Ölkandel mit, sonst pfeift er die ganze Zeit. Okay? Die Polizisten stehen in Yazids Werkstatt. Also in Asien, ja, da kannst du im Fußball auf alles wetten. Wer hat den ersten Einwurf, wer kriegt die erste gelbe Karte, wer lässt als erstes anfahren? Okay, das kannst du gar nicht steuern. Du nicht, Hansi. Na, in der Bewegung. Also, Ostasien ist weltweit das Zentrum der Webmafia. Und von dort aus geht's bis bei uns in die 4., 5. Liga runter. Aber du nicht Wolfertshausen. Jetzt stopp, Moment einmal. Herr Sid, du hast doch mit Sicherheit da schon mal gewettet, oder? Ja, ich hab letztes Jahr mal eher privat auf ein Spiel gegen Gerrit Ried gewettet. Hast du was gewonnen? Ja, eine lebendige Sau. Die steht heute noch im Vereinsheim. Hubert klappt einen Meterstab zu. Die Sonne scheint, der Streifenwagen fährt durch die Wolfratshauser Innenstadt. Ja, schau, goldenes Tor. Ja, ja, der sieht mit seinem Wettmafia-Schmarrn. Wie oft sind wir da schon vorbeigefahren? Ja, Gott sei Dank. Total unauffällig, ja, perfekte Fassade. Sie parken vor einem Imbisswagen, darüber das Schild China-Imbiss Goldenes Tor. Zwei Fußballer vom BCF stehen davor an einem Stehtisch. Hansi, wenn du eine Lebensmittelvergiftung brauchst, dann gehst du da zum Essen. Ja, weil das Kochen nur Tarnung ist. Zu den Sportlern. So, grüß Gott, die Herren, gibt's was zu feiern? Ne? Wie viel haben wir denn gewonnen? Was meinen Sie damit gewonnen? Ja, das weiß man doch. Da werden Spiele verschoben, ein paar Tausender gesetzt und schon fließt der Shampoos in Strömen. Shampoos? Hansi, ich glaube, das ist eher Apfelschorle. Staller greift nach einem Glas und riecht daran. Ja, haben wir Pech gehabt. Ja? Wenn der Torwart sich nicht an die Absprache hält. Wie bitte? Ja, Sie haben mich schon verstanden. Der blonde Spieler? Ich habe echt keine Ahnung, was Sie meinen. Ja, und der chinesische Wettpate, der wird dabei ganz unschuldig da im Wok umeinander. Das ist ja hoffentlich nicht strafbar, oder? Hansi, ich glaube, das ist kein Chines. Ja, was sind Sie für ein Landsmann? Ich bin Rheinländer. Rheinländer? Ja, wie viel Umsatz machen wir denn da so, he, mit dem Geschäft? Ich glaube zwar nicht, dass ich verpflichtet bin, Ihnen das zu sagen, aber so 80 am Tag. Puh. Ja, wenn es gut läuft, dann sind es schon 100. Staller zeigt auf eine große Speisekarte. Ja, goldenes Tor, ja, verbotenes Feld. Das sind doch garantiert alles irgendwelche Geheimcodes da für Fußballwetten. So, Jungs. Einmal goldenes Tor und die gelbe Mauer. Guten Appetit. Er reicht die Teller herunter. Das ist das Lieblingsgericht unserer Stammgäste. Der Imbisschef wirft eine Litschi in einen Latte Macchiato. Moment, Sie haben jetzt keine Litschi in den Kaffee reingeschmissen, oder? Wieso? Ist die Spezialität des Hauses. Ball trifft Latte. Gibt's nur bei mir. Hubert geht. Verwirrt sieht Staller ihm nach. Entschuldigung, so einen Kaffee, den hätte ich gerne mal zum Mitnehmen. Aber selbstverständlich. Im Streifenwagen sitzt Staller am Steuer und hält einen Plastikbecher. 80 Euro Tageseinnahmen. Das ist natürlich nicht sehr viel. Ja, aber Grund dafür, dass er ins Wettgeschäft einsteigt. Ja, das wird er jetzt hübsch bleiben lassen. Weil du da warst. Scheiß, dass ich jetzt garantiert in die Hosen habe. Ja, machen wir einen Schriftvergleich. Kannst du das? Entschuldige, das gehört doch zur Grundausbildung, dass man da entsprechend geschult ist. Bei dem Graffiti-Schmarrn, da haben wir ja auch gleich gesehen, dass das zwei verschiedene Sprüher waren. Hansi,
Ein Litschi passt nicht durch den Strohhalm. Staller verdreht die Augen. Der Streifenwagen hält vor dem Grundstück der Sonnleitners. Froni und ihre Mutter arbeiten im Vorgarten. Das ist die Natur, gell? Aus der frischen Saat entsteht neues Leben. Frau Sonnleitner, wir bräuchten noch eine Schriftprobe von Ihrem Mann. Gehen wir einfach in sein Büro. Das ist eine super Idee. Was geht es mit dem Brief? Er drückt seinem Kollegen die Hülle in die Hand und folgt Vronis Mutter in einen großen Raum mit antiken Möbeln. Das war sein Schreibtisch. Aha. Er öffnet eine Schublade. Dann schauen wir mal. Ne? Tagebuch, das wäre halt gut, aber das hat ja halt kein Mensch mehr. Geht ja alles über Computer oder Handy. Führen Sie noch Tagebuch? Ja. Also meine Großmutter, die hat noch Tagebuch geführt. Ja? Da haben wir als Kinder dann immer heimlich drin gelesen. Ist aber meistens in der Schmandring gestanden. Also Kochrezepte und so Zeug. Aus einer zweiten Schublade fischt er ein Büchlein. Kalender? Ist das ein Kalender? Kann schon sein. Schauen wir mal. JS, SJJS. Was kann das heißen? Mein Schwiegersohn war viel unterwegs. Ja, und was hat er sonst noch gemacht? Ja, Fußball gespielt. Fußball? F. Ach so, ja. Sport, Fußball, S. Sport, S. Und J, mein Job. Ich nehm's mal mit. Im Vorgarten. Es lebe der BCF. Das ist sein letzter Satz. Das ist doch was sehr Positives. Also quasi ein Wunsch fürs Leben, für die Zukunft. Ja, aber der Brief, der ist einfach so unpersönlich. Dass er da Fehler gemacht hat, fühlen Sie sich da nicht auch irgendwie angesprochen? Wie meinen Sie das? Sandra Schmold, kennen Sie die? Ja, das ist ja die Physiotherapeutin vom BCF. Warum? War Ihr Mann da öfter in Behandlung? Ja, der hat immer so Rückenschmerzen gehabt, wissen Sie? Wieso? Ja, das kenne ich. Also bei mir, da zwickt es auch öfter. Also, hat er Ihnen einmal gesagt, ob das Früchte getragen hat? Früchte? Sie trägt einen Strohhut. Kleine Früchtchen? Fragend sieht Froni zu ihm hoch. Im Streifenwagen hält Hubert Brief neben Kalender. Also für mich ist das die gleiche Schrift, schau. Ja, das ist die gleiche. Was anderes wäre bei einem Fachgutachter auch nicht rausgekommen. Um 15 Uhr wäre Training. Schon wieder? Ja. Ich hab gemeint, das sind bloß so Freizeitspieler. Haben Sie auch Freizeitspieler trainieren vor einem wichtigen Spiel täglich? Nicht so wie normale Leute, die am Freitag um 3 schon daheim sind und Bier trinken? Auf dem Vereinsgelände schiebt Riedl mühsam den Handrasenmäher über das Gras. Hubert und Staller kommen. Grüß Sie. Servus. Also, der junge Mann, den wir da geschickt haben, gell, also, das ist nicht gerade der Schnellste. Ja, das hören wir öfter. Aber er ist wirklich sehr fleißig. Ja, also, die Hälfte, die hat er jetzt schon da. Was ist die Hälfte? Ja. Riedl, weitermachen, ja? Herr Janker, wie schaut's denn eigentlich aus mit Fans? Da gibt's ja mit Sicherheit ein paar Durchgeknallte, die gerne mal übers Ziel hinausschießen. Wie beim Escobar, ja? Der hat einen Elfer verschossen und dann haben den die Fans. Er zielt auf die Schläfe. Ja, bei uns kommen seit Jahren bloß nur die Angehörigen zu den Spielen. Ach so, habt ihr gar keinen Fanclub? Ein Fanclub? Der hat sich aufgelöst, weil nämlich die Mitgliederzahl unter die erforderliche Mindestzahl gerutscht ist. Mindestzahl, ja? Wie viel ist denn das? 3. Ja, jahrelang waren sie zu zweit und voriges Jahr ist der Dingsturm, der Bachmeier Kurte. Na ja, da bleibt ja noch einer. Im schlichten Vereinsheim gehen die drei an Tischen und Stühlen vorbei auf zahlreiche Pokale und Fotos zu. Mein Gott, in der Regionalliga haben wir auch einmal gespielt. Das waren noch Zeiten. Ja. Hansi, ganz ehrlich, das schaut hier nicht so aus, als würden sich irgendwelche Fanatiker versammeln, um einen Torwart zu ermorden. Staller zeigt auf Fotos. Ja, das ist so cool, so quick lebendig. Ja. Aber immer mit irgendwelchen Weibern, ne? Ah ja, bei den Damen war er sehr beliebt. Aber er war kein Schürzenjäger, ne? Oh Gottes Willen, Fasching. Ein Fotoplakat. Schauen Sie, das ist unser Spielertrainer. Wie kann man sich nur so eine blöde Perücke aufsetzen? Knallrote Locken. Ich habe vorwiegend einen Indianer gemacht. Da hat mir die Mama so ein Kostüm genäht mit so langen Fransen. Cool. Ja, dann habe ich natürlich irgendwann die Seiten gewechselt, ja, wegen dem Sheriffstern.
Upsi, das ist komplett faszinierend, so in eine andere Welt eintauchen mit so einer Kostümierung. Nein, mir langt die Uniform als Kostümierung in dieser Welt. Auf dem Fußballplatz zieht ein Spieler eine Metallplatte mit Gewichten darauf hinter sich her. Schaut aus wie Ausbildung zum Schlittenhund. Ja, völlig unnötiges Konditionsgebolze. Das ist nur das alte Magersystem vom Quelix. Am Rand Sandra und eine Blonde. So was macht man am Anfang von der Saison, bis die Laktatwerte stimmen. Aber die sind so rückständig, die spielen noch mit Libero ohne Doppelsechs und ohne Viererkette. Ja, das ist aber anstrengend. Das wäre doch die Gelegenheit. So was? Ja, wenn sich der Körper richtig verausgabt, da schwingt doch der Geist frei. Vielleicht rutscht ihnen irgendwas raus, was sie gar nicht sagen wollen. Bei dir schwingt aber auch der Geist ein bisschen frei, oder? Schneider zieht die Gewichte zwischen Stangen hindurch. Total, gell? Entschlossen joggt Staller neben ihm her. So hart trainieren? Ja, wo der Kollege tot ist. Der arme Herr Sonnleitner. Stoisch beginnt Schneider eine weitere Runde. Der hat doch bestimmt einen Haufen Feinde gehabt. Schneider stoppt. Was heißt Feinde? Das sind alles junge Männer. Jeder so ein Ego, jeder hält sich für einen Superstar. Da kann schon mal sein, dass es kracht. Was ist eigentlich mit Ihrem Ego? Mein Ego? Ja. Das hat alles, was braucht. Er schaut zur Blonden, die winkt. So sehr hübsch da, Ihre Flamme. Nicht Flamme. Frau, wir sind seit letztem Jahr verheiratet, die Janine und ich. Aha. Und wer geht ins Tor bei dem wichtigen Spiel? Lasch schießt Hubert aufs Tor. Der blonde Spieler steht darin und lässt den Ball durch. Ja, Sie haben natürlich das größte Interesse am Tor vom Kollegen. Ne? Was? Ein zweiter Schuss fliegt ins Tor. Staller lehnt am Pfosten. Ja, der große Traum. Die Nummer eins. Den entscheidenden Ball halten im Endspiel. Dafür kann man schon mal dem Kollegen das Licht ausblasen. Ich? Bin Andi. Ich hab doch nichts gegen Andi gehabt. Außerdem war er der bessere Torwart. Ich glaube, Hansi, da liegt's vollkommen falsch. Also, so wie der hält, ist der komplett harmlos. Er schießt ein weiteres Mal, auch der Ball landet im Tor. Stimmt. Ja, der stellt sich wirklich besonders blöd an. Lass mich einmal. Bist du sicher, Hansi? Ja, ja, komm. Ah, nein, volle Sahne. Mit breiten Grinsen in Richtung Frauen stellt Staller sich ins Tor. Sandra springt auf. Janine schlägt die Hand vor den Mund. Im Revier. Sonja? Sag mal, ist dir schlecht? Du sagst gar nichts. Brauchst was zum Kühlen? Na, nix. In seiner Nase Kosmetiktücher. Wenn er auch so drauf hat. Was heißt da drauf haben? Ich hab gefragt, ob du bereit bist, dass du ja gesagt hast, dann hab ich geschossen. Muss aber ganz schön gescheppert haben. Also, wieder irgendwelchen Mädels imponieren. Wie Mädchen da imponieren sollen? Da hat der kleine Blonde, die neben der Masseurin gehockt ist, hast du immer noch so Hunden. Was? Die Frau vom Trainer da, der Janine. Okay, die ist mir da voll zu jung. Wie heißt die? Janine. Wie schreibt man das? Ja, wie man es spricht halt. Janine. Hubert hält den Kalender. Das schreibt man mit J. Mit J, Hansi. Er drückt Sonja den Abschiedsbrief in die Hand und verlässt den Flur. Staller folgt ihm. Janine steht im Dienstzimmer. Ja, das freut mich jetzt direkt, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ja, wenn Sie mir jetzt noch sagen würden, warum ich herkommen sollte, wäre es noch schöner. Also, es geht um Ihre Reisepläne, Frau Schneider. Ich verstehe nicht ganz. Das ist der Terminkalender von Herrn Sonnleitner. Und da steht drin, 12. bis 19. August, New York. Und daneben steht ein J. Können Sie sich vorstellen, warum das J da steht? Ich weiß immer noch nicht, was Sie von mir wollen. Naja, wir wissen, dass der Herr Sonnleitner, wie soll man sagen, so ein bisschen frauenaffin war. Wollen Sie mir jetzt was unterstellen? Na, wir wollen Ihren Terminkalender sehen oder sollen wir Ihren Mann fragen? Sie erstarrt. 12. bis 19. August. Da haben Sie sich doch bestimmt eine wunderschöne Geschichte zurechtgelegt. Bitte. Mein Mann darf das auf keinen Fall erfahren. Dass Sie eine Affäre gehabt haben. Seit. Seit wann war das? Ich weiß nicht, der Kalender ist ja nur von diesem Jahr. Ach so. Naja, vielleicht hat er sie irgendwie anders erfahren und hat da einen gewissen Handlungsbedarf gesehen. Nein, also der Stefan, der würde sowas nie tun. Und erfahren hat das auch nicht, sicher nicht. Mit verschränkten Armen steht sie vor den Schreibtischen. Sie glauben also, dass das Selbstmord war? Nein, der Andi hat sich nicht umgebracht. Nie im Leben hat sich der Andi selbst umgebracht. Hansi, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Das ist die dritte, dem ist das einfach zu früh geworden. Sind Sie eigentlich auch schwanger? Schwanger? Ich? Nee, wer ist denn schwanger? Sonja kommt herein und winkt Hubert zu sich. Die Anja hat gerade angerufen, an der Hand vom Sonnleiter sind keinerlei Schmauchspuren zu finden. Hm. Hansi, kommst du? Der lächelt Janine an und folgt Sonja und Hubert in den Flur. Also entweder er hat sich nach dem Schuss blitzschnell die Handschuhe ausgezogen und versteckt, oder ja, ein anderer hat geschossen.
Müssen wir noch mal den Abschiedsbrief kontrollieren. Ob der gefälscht ist, ausgeschlossen. Oder jemand hat den Brief diktiert? Ja, und dann? Er zieht mit der Hand. Was ist hier los? Giovitz kommt. Ja, was soll los sein? Mord was? Hab ich gleich gesagt. Mord. In meinem Büro. Hubert und Staller sitzen Giovitz gegenüber. Wer war die Frau? Die hat was mit dem Toten gehabt, also bevor er tot war. Verheiratet? Ja, schon, aber... Was heißt hier aber? Wenn Ihr Mann von der Affäre wusste, ist er unser Hauptverdächtiger. Ja, da würde ich jetzt nichts überstürzen, weil wenn es nicht war, dann haben wir ein junges Glück zerstört. Ein saures Glück. Also Sie wollen nichts überstürzen, nicht? Wenn aber bei Ihrem Tempo vielleicht der Mann über alle Berge ist, ne? Ja, wenn der versucht abzuhauen, dann ist ja das wie ein Schuldgeständnis. Da haben wir doch gleich wieder verhaftet. Also uns ist noch keiner durch die Lappen gegangen. Nein. Ist das der einzige Plan, den Sie mir anzubieten haben? Die beiden Sprayer hätten wir noch als mögliche Zeugen. Haben Sie die allen Ernstes noch nicht ermittelt? Ja, dass das ein Mord ist, wo man Zeugen braucht, das ist... Überraschend. Das ist wirklich überraschend. Ja. Naja. Im Vorraum. Nee, von den Sprayern hat sich noch keiner gemeldet. Wäre auch ganz was Neues. Ach, so ein Scheißdreck. Wie soll man die jetzt kriegen? Was denn hier? Da müssen wir Kopfgeld aussetzen. Oder eine Belohnung. Was? Hättet ihr früher mit der Polizei freiwillig gesprochen? Was hätte man da sagen sollen? Grübelnd zieht Sonja hoch. Radio! Hm? Ich kenne einen vom Radio. Ziemlich fitter Typ, da kann ich euch in die Sendung bringen. Der kleine Ort Münsing in der Sonne, dahinter die Berge. Im Streifenwagen. Hallo, hier ist wieder euer Lieblings-DJ Peter Bertelshuber, die Stimme von Wolfratshausen. Ihr hört Radio Wolfratshausen, die besten Hits der 80er, 90er und von heute. Und wir machen mal gleich weiter mit einem Wahnsinns-Hit von 1999. Glaubst du, da geht mir sowas von auf die Nerven mit seiner scheiß guten Laune? Ja, dann gehe ich da vielleicht besser allein rein. Nein, da gehe ich schon mit. Wieso? Das sind genau die Sachen, die liegen mir. Also, das sehe ich anders. Wieso? Gerade was die Außenwirkung betrifft, da bin ich vielleicht ein bisschen besser prädestiniert. Also, was deine Außenwirkung betrifft, die kann ich am besten beurteilen. Ich hocke 10 Stunden neben dir. In einem Tonstudio stehen die Polizisten mit Kopfhörern vor einem Mikrofon. Radio Wolfratshausen, die besten Hits der 70er, 80er, 90er und Nuller. Mein Name ist Peter Bertelshuber und ich habe Gäste da. Zwei Polizisten, die Herrschaften Hubert und Staller. Grüß euch erst einmal. Hallo. Ganz eine wichtige Frage vorweg. Wer von euch ist Freund und wer ist Helfer? Was? Sonja und Giovitz am Radio. Sehr lustig und spontan, da kommen wir auch schon zum ernsten Teil. Ihr habt was Wichtiges vorzutragen, bitte, worum geht's? Ja, es geht um eine Sprayung. Hallo, hier ist Hansi Staller. Liebe Sprayer da draußen an den Geräten. Auch Yazid lauscht. Was beobachtet? Um 10 Uhr Vormittag. Staller nickt ihm zu. Da waren Graffiti-Sprayer unterwegs auf dem BCF-Gelände in Wolfertshausen. Das ist der Fußballplatz. Und die haben da was hingesprayt und dabei könnte es sein, dass sie ein Verbrechen beobachtet haben. Staller zieht das Mikro zu sich. Liebe Sprayer, ihr werdet auch nicht bestraft. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ihr kriegt nämlich eine schöne Belohnung. Belohnung? Sind die wahnsinnig? Wenn wir für solche Aktionen Prämien ausschreiben, dann ist demnächst die ganze Stadt vollgesprüht. Ja, ja, Belohnung, ein gutes Stichwort. Wir haben ein super Gewinnspiel. Ruft's an, Telefonnummer 0800 32 16 8. Gleich geht's weiter nach Musik. Er schiebt einen Regler hoch. Kopfhörer runter. Ach so. Was ist das denn vor mir? Entschuldige, ich rufe deine Mikrofon war auch noch auf. Was? Wo ist denn das? Da hat der Knopf, der rote. In ihrer Bäckerei grinst Sabrina. So, Herrschaften, der erste Anrufer ist da für euch. Geh mal hier. Hallo, wer ist am Telefon? Hier ist der Nick. Ich ruf an wegen dem Sprayen. Also, ich war dabei. Was ist denn die Belohnung? Wo? Bertelshuber zeigt auf ihr Mikro. Nick, die Belohnung, das hat mit Fußball zu tun. FC Bayern, sagt dir das was? Bayern? Ja, klar. Ja, da kannst du die Spieler treffen. Echt? Krass. Wann? Heute Abend, 19 Uhr, Treffpunkt am Graffiti. Heute kann ich nicht. Geht vielleicht auch morgen Vormittag? Ja, morgen Vormittag geht auch. Nick, noch eine Frage. Was hast denn du da eigentlich hingespielt? Loser. Und wie schreibt man das? L-O, noch ein O. Ja, das langt schon. Nick, noch eine Frage. Was hast denn du da gesehen? Morgen um 10, wenn es die Belohnung gibt.
Hallo? Nick? Bedauernd schaut Bertelshuber durch die Glasscheibe zu ihnen. Der Streifenwagen hält neben dem Vereinsgebäude. Am Garagentor steht ein Jugendlicher in gelb-schwarzer Fußballkleidung des SV Münsing. Ja, immerhin ist er pünktlich. Du bist ja wohl auch zu den Bayern. Das mit der Belohnung ist aber schmarrn, ne? So, Nick, also, das machen wir jetzt Zug um Zug. Information gegen Belohnung. Als Vorgeschmack haben wir da schon mal ein kleines Geschenk. Eine Bürste. Danke. Gut, also, was hast du gesehen? Ja, also, da war der Schuss und dann haben wir uns im Gebüsch versteckt, der Kevin und ich. Und da kam der Mann raus, der hatte knallrotes Haar mit Locken und so einen schwarzen Schnurrbart und grüne Handschuhe. Mhm. Schwarzer Schnurrbart, rote Haar. Mit Locken, genau. Und grüne Handschuhe. Der Bub nickt. Nick, du weißt, dass man für eine Falschaussage ins Gefängnis kommt. Ach so, Schmarrn. Ich bin doch noch gar nicht strafmündig. Ich bin nämlich erst 13. Die Polizisten tauschen einen Blick. Hubert geht. Jetzt pass mal auf, Nick. Wenn du den Schmarrn da sauber hast, dann kannst du deine Belohnung antreten. Er gibt ihm einen Zettel. Was hast du ihm da jetzt gegeben? Ja, Kinderfahrschein nach München. Was tut er denn in München? Säbener Straße, öffentliches Bayern-Training, haben wir doch versprochen. Schwarzer Schnurrbart, rote Haare. Hm? Upsi, das hab ich schon mal gesehen. Im Fasching. Über das Autodach hinweg sehen sie sich an. Die Polizisten vor einer Haustür. Ja, anscheinend keiner daheim. Ja, oder er macht nicht auf. Staller öffnet die Mülltonnenbox. Hansi, der ist doch nicht so blöd und schmeißt sein Zeug in eigenen Müll rein. Ja, aus der Sicht des Verbrechers ist das Blödste meist am Unverdächtigsten. Also wenn er jetzt sofort aufmacht, ist er besonders unverdächtig. Hm? Extra. Er nimmt Schalen aus einer grauen Mülltonne und schmeißt sie auf die Box. Dann zieht er die Perücke mit knallroten Locken aus der Tonne. Hoppala, das ist so blöd. Wann ist gleich wieder das wichtige Spiel? Um Gottes Willen, das läuft schon. Am Rand des Fußballfeldes sitzt Bertelshuber mit Kopfhörer in einem Häuschen, vor ihm ein Mikro. Momentaner Spielstand 0:0. Es ist ein dramatisches, es ist ein hochklassiges, ein temporeiches, ein kampfbetontes Spiel. Dreck an Stallers Ärmel. Schau dir das mal an, das ist ja ekelhaft. Boah. Na ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja. Wagen 3? Wagen 3 hat kurz Zeit, müssen wir ihn verhaften. Ja, ich hoffe, den Stefan Schneider. Wer weiß denn das? Das steht auf dem Abschiedsbrief. Am unteren Rand. Da steht drauf, Schneider ist der Mörder in Steno. Ja, betrogene Ehemann. Ja, ja, was die Ehe so alles anrichtet, ne? Der Andi Sonnleiter, der hat doch eine Büroausbildung. Und wenn man sich mit Schriften so ein bisschen auskennt, erkennt man das sehr leicht. Ja, da hat der Graphologe was übersehen. Gute Arbeit, Sonja. Kommt auf jeden Fall in den Bericht für den Kürbitz. Lobende Erwähnung. Wiederschauen. Zufrieden nickt Sonja. So, jetzt müssen wir Gas geben, das Spiel läuft. Am Rand Riedel neben Janka. Es geht um viel. Sollten die Wolfratshauser heute verlieren, wäre das eine Katastrophe. Es würde den Abstieg bedeuten. Deswegen sind wir momentan froh um das 0:0. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Staller klopft ans Häuschen, greift durch die Öffnung und nimmt das Mikro. So, meine Damen und Herren, mitten in der zweiten Halbzeit nochmal ein Spielerwechsel beim BCM Wolfratshausen. Der Spieler mit der Nummer 10, der Stefan Schneider, wird jetzt ausgewechselt durch einen noch unbefleckten Spieler, also jemand, der noch niemand umgebracht hat. Meine Damen und Herren, der Mörder wird jetzt ausgewechselt. Er winkt Schneider mit der Perücke. Der sprintet los. Ui, was ist das? Stefan Schneider versucht es über die rechte Flanke. Ja, er versucht sogar das Spielfeld zu verlassen. Hubert rennt Schneider entgegen und grätscht zwischen dessen Beine. Ja, sauberes Tackling, internationale Härte. Malme, war nix. Schneider liegt am Boden. Und Sie sind verhaftet. Das war Hubert und Staller. Unhaltbar aus dem Jahr 2013. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Annette Fleischer als Sonja, Hans Stadelbauer als Janka, Bernhard Fleischmann als Peter Bertelshuber. Drehbuch Alexander Söllner, Regie Jan-Markus Lienhoff. Eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks. Text Heide Völz. Redaktion Elmar Dosch und Bernd Benecke. Tonmischung David Rädler. Sprecher Florian Schwarz.